sagen, wir geben den jetzt einfach mal ein Game. Was geben schon den. Okay, also Leona, yeah, yeah. Rel, X. Ja? Los geht's, als Band? Ja. Alright. Warum werde ich nicht eingeweiht? Ich will den Secret Pick aufwissen. Seraphine. Aber die Queen. Hallo. Sehr, also, und dann die ganze Zeit mit Queen. S dazu. Jetzt komm mal, Zenive. Oh, okay. Check. Bist du gerade erst aufgestanden? Ja. Rel. Rel. Wir haben MF auch gebannt. MF ist auch sehr gut, ne? Nee, die ist schwach. Oh. Und sie ist noch Ezreal. Ja, der letzte Band ist Ezreal dann, genau. Weil die bannen jetzt Corki, damit sie Ezreal picken können. Aber nicht mit uns, ne? Aber nicht mit uns. Und jetzt gehen sie für den Cian-Ion-Draft und überfahren uns komplett. Das wär's jetzt. Hat Remix geantwortet? Ja, der hat gesagt, die haben das in Scrims trainiert die ganze Zeit. Hm. Deswegen haben sie es gebannt. Zenith! Was? Ezreal! Ezreal! Sorry. Ich spiel Playoffs jetzt hier. Genug Cookie-Clicker gespielt. Jetzt bin ich da. Sorry. Okay, gut. Okay, danke. So, wenn sie jetzt nicht Seraphine nehmen, dann schlägt die Falle zu. Aber wie viele Patches hängen die denn hinten dran? Brocky! Es ist okay. GG 1-0. Die Queen kommt nach Hause. Ja, die Queen. Ich will nicht sagen, wir picken die jetzt auf jeden Fall hier, aber overrated die nicht, ne? Das jetzt ist nicht die Queen. Guter Haber, Zenith. Das ist keine Solo-Queue. Seraphine. Hallo. Okay, was nehmen wir dazu, ist die Frage. Xin? Jetzt. Wie ist Xin gegen Xyra? Ja. Wie ist Xin gegen Xyra? Jungle Main. Ich glaube, ist fein. Oder hast du was du lieber möchtest? Mach mal ruhig, Xin. Ich seh dich. Ich glaube, wir können noch Mauka oder sowas spielen, ne? Nee. Ich glaube, das ist das mit Seraphine. Wenn du W triffst und ich dich backup, dann ist die Sache einfach dead. Das Gute ist ja, ich kann auch noch ulten. Ja. Genau. Und dann macht die Pflanze auch keinen Schaden an dir. Weil sie ja nicht wieder nicht dran ist. Best case. So. Chat, hier ist der offizielle Intcast, ne? Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Weh, du hast den jetzt in meinen Stream verlinkt. Ich hab den Int-Sport Get Int-Wolfed Stream gelinkt. Get Int-Wolfed. Ja, das ist echt geil. Gut, ich will auch immer noch das Aphelios Aphelios hat er insanely busted. Also ich finde ihn wirklich stark. Wir werden sehen. Irgendjemand meinte vorhin, Zenith, dass Aurora gespielt wird. Okay, das ist mir zu lasch. Das ist zu riskant, oder? Zenith, du hast schon wieder das was nicht, ich weiß nicht was, Mikro an. Ah. Nee, irgendwas stimmt bei TeamSpeak nicht. So, was nehmen wir jetzt hier? Ist das Ion Mitte? Ja, ne? Wissen wir ja nicht, ne? Aber davon gehen wir aus, ja. Die haben Triple Squishy. Locken wir hier den Zed, oder was ist das? Wenn du dich da siehst. Wir können auch Jace spielen, wenn ihr wollt. Wie du möchtest. Du bist der Chef. Aber wissen wir denn, dass es 100% Ion Mitte ist? Ich spiel Jace. Und jetzt bannen wir wahrscheinlich auch deren Geheimplan, oder? Den Toplaner, der Kisante spielt? Nicht ganz. Was dann? Den Zilean. Ja, wir können ja Zilean und Kisante machen. Der ist raus mit dem Zilean. Raus mit dem Zilean. Aber ist Zilean nicht absolut Goomba-Horse für Tier? Sorry. Ja. Ist ja, er. Aber die haben eine Idee dahinter. I don't want to see it. Wollen wir Toplaner was bannen? Wobei wir halt auch einfach Vayne in der Kassante gehen können. Ne, wenn das mit dem Mike, by the way, unerträglich ist. Sind wir dein Mike ist komplett fein. Ja, sind wir. Der Support von denen spielt auch so Sachen wie Jenna, Karma, Lulu oder Milio. Ja, aber die brauchen doch Frontline und Hardengage. Das können sie alle, ja, genau. Wenn dann Raka noch? Das ist der letzte Hardengager, der über ist. Nee, Nautilus ist noch da. Nautilus ist auch noch. Nautilus spielt auch, du hast recht, ja. Aber mach Nautilus raus und wir gehen Rakan, oder?
Ja, also er hat, ja. Weil der Rakan, das ist Rakan als Single Engage, ist schon sehr wert. Ja, irgendwie. Warte, was ist, wenn... Ach nee, ich will nicht denken. Es wird schon klasse werden. Weißt du, wenn die Rakan gehen? Wolltest du fragen? Ja. Dann gehst du nicht Rakan. Ja, nee, also ich hab noch... Auch offen, ne? Ja, es ist noch so viel Zeug offen. Der Kao? Oh, jetzt haben sie unsere Alistar Trap unleashed. Warte, nee, wir gehen aber nicht Alistar. Wohin? Ja, ach man. Wir könnten halt Zillas noch gehen, ne? Muss das jetzt sein? Du könntest Braum spielen? Nee. Ja, geh Alistar. Ja doch, actually Alistar ging ja auch noch ganz nice. Alistar, Seraphine ist übrigens so eine sicke Combo. Ja, die werden halt vielleicht Sylas gehen hier, ne? Sylas Braum, ja. Oh, Lulu. Alter, die Comp ist so cocky, wenn die jetzt hier wirklich Enchanter picken. Das heißt, wenn die Braum picken, was ist das für eine Comp? Du musst ja mit deiner Seraphine Ult gegen Braum aufpassen. Ne? Ich glaube, mit Braum geht's noch. Ja, aber ich habe trotzdem keinen Hard Engage. Toplane? Ja, der Toplane wird irgendwie Kisant oder Ornn oder sowas nehmen, glaube ich, ja. Ein Stein. Stein wäre auch eklig. Aber dann könnte ich Gwen gehen. Rock solid. Oh, also gegen Zenith Topland zu blindpicken ist, glaube ich, echt nicht so cool, oder? Also ich würde nicht sagen, aber du hast den widerlichsten Champion-Pool, ja, den es überhaupt gibt. Imagine, dass du dich nicht schämst. Und du weißt jetzt, dass jetzt eine Vayne kommt. Oh. Es ist einfach over. Oh, na. Also es ist entweder Vayne oder Fiora oder Gwen. Ich glaube, Gwen könnte halt auch gut sein. Aber mit Gwen gewinne ich halt die Lane. Ich kann nicht hinschauen als Topland, man. Ja, du darfst alles spielen. Du suchst aus, ja. Actually finde ich die Vayne nicht mal bad, tatsächlich hier. Also was du siehst, Vayne. Ich sehe eine Vayne. Ja, ich sehe auch eine Vayne. Gerade sowas wie Zyra kann ich halt nicht Spam ganken. Ja. So, und jetzt ist der arme Int Chopup, Chopcup, ist jetzt einfach traurig. So. Chopup, ja. Freu dich nicht zu früh, wenn zu viel Pressure auf mir ist. Perform. So, überhaupt keinen Pressure auf mir. Ich darf nur singen. Oh Gott. So. Ich krieg einen Spike-Rumpf. Ich weiß nicht, wie soll ich get pushen. Aber ich krieg einen Spike-Rumpf hier. Ich spiel jetzt Korean Jace, ne? Was heißt das? Das verrate ich dir nicht. Es gibt nur Korean Jace, alles andere ist falsch. European wenn du nicht Koreaner bist, darfst du auch kein Jace spielen, tatsächlich. Das ist illegal. Bist du Koreaner? Oh, da gibt's dieses eine Bild von dir. Ich war schon dreimal da, ne? Also praktisch schon. Wait, er spielt actually Cleanse? Das ist ja so nice für uns. Muss er nicht Cleanse spielen? Nee. Okay, Gegenfrage, für was hat er Cleanse? Seraphine. Ja, das blockt hoffentlich der Braum für ihn. Denk hier über Solaris nach. Wer? Du. Ja, natürlich gehe ich Solaris, was soll ich sonst machen? Sind die Game mit Swarmogs nicht so geil. Okay. Achtet auf Invade mit Braum passiert. Also Leute. Second halt dann, aber. Wieso gehe ich für das Support-Item? Ups. Dun, 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 dun. Wie dann? Okay, Kani? Ja. Alter, was ist das für ein geiles Emote, hä? Ja, wie gut ist der denn? Die Glocken werden geläutet. Das 1-0 wird eingeläutet. Mit dem 7er Frankfurt MS. Can't lose. Ist in Frankfurt? Mhm. Das ist mein Ping immer so low. Frankfurt ist broken. Ja, ne? In Bayern hat man 12 Ping. Boah, das geht ja auch noch voll. Aber ich sag, der Ping in Europa ist nicht der Ping, den du wirklich hast. Da bin ich Verschwörungstheoretiker. Ich sage, wie das.
In Korea fühlt sich 4 Ping komplett anders an als 10 Ping in Europa. Komplett anders. Da gab es doch irgendwann mal ein Update. Ja. Wo dann auf und einmal der Ping einfach die Hälfte. War. Ne? Ja. Ja, davor immer 21. Runterpaffen. Ich glaube nicht, dass wir Early was machen können, außer die irgendwie Mid-Position. Aber. Also, ich glaube, selbst wenn ich irgendjemanden in den Tower knocke, ist es immer noch ein Even-Fight. Top 20 oder nicht gemacht? Da hat er auch Top 6 geschadet beim Blue Buff. Außer hat sie geskippt. Die könnten halt in, die könnten nicht auf deinem Blue Buff invaden, by the way. Aber ich bin fein. Die werden invaden, denke ich. Raum hat sich schon gelöst. Nimm ruhig, ne? die ich nicht kriege. Karin. Ich glaube nicht, dass sie sich trauen. Ich habe auch Prime und Middle, also schon schwer. Die können jetzt mitkommen, die können mitkommen. Wir sehen niemanden Botlane, wir sehen niemanden Botlane. Please. Be cautious. Entweder im Invade oder Mitte. Mitte? Ah, Mitte. Raumflash. Ja, Flash. Würde die abfangen, wenn die der Bot laufen? Zyra wird halt auch da sein, ne? Ja, wir sind Level 3. Wir sind Level 3, ne? Aber ich bin. Also, es ist halt Raum, nicht wahr? Zyra ist übrigens hier. Wait, hier ist Zyra? Oh, what the fuck? Was mit dir, ja? Der läuft aneinander vorbei. Oh Gott. Gut. Nicht nachflashen. Nice. Ich bekomme. Nee. Ey, sie war leider an der Wand. Ich konnte sie nicht weg-W'en. Das war ein bisschen. Aber gut, Freeze Aura Flash ist schon geil. Die sind einfach aneinander vorbeigelaufen. Ja, ich war auch aus allen Wolken gefallen. Wann bist du? Oh, wenn ich einen sehe. Noch nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt gerade mit dem Item-State in der Lane bleiben, ist actually not bad. Da sollte jetzt Topside sein. Wir haben eine winning Lane, weißt du? Ich glaube, wenn wir auf No Items bleiben, ist not bad. Die werden wahrscheinlich für Mitte gleich spielen, ne? Da sollte hier sein. Also die macht was Wildes. Was hat? Oh, scheiße, das trifft noch. Ja. 5 Sekunden. Ignite ist raus. Die rennt bestimmt nochmal hoch, wenn ich jetzt abstaffe. Glaubst du? Muss ich sagen, ich habe Grom gerade. Respekt vor denen. Kannst du scheren? Okay, passt. Nee, leider nicht. Mit der Freeze, kannst du mir einmal auspushen? Ja, komm. Zyra könnte halt matchen, ne? Die ist gerade bei Wolves. Am besten. Ich wird pinnen. Zyra, kein Flash. Ja, die sollten töten, wird einfach töten. Cassandra hat First Move gerade. Ich hab sie. Schönes Ding. Nice. Very big, very big. Noch Ausbruch, big. Ja, ich komm. Wobei? Ich komm. Braum kann auch Mitte sein, aber es hat nur einen Braum, ne? Braum hat aber auch Prior über Kani, also ist vorher. Ja, ich bin auf dem Weg, aber ist vor mir. Fein sein, right? Weiß nicht. Ich kann auch noch eine pushen, wenn du willst. Also ich wäre jetzt auch da. Ja, vielleicht können wir den einfach mit Kani versuchen zu killen. Ich hab einen Slowpush Spot, though. Ah, ich hätte gewartet, bis er sein Flash bildet. Hört ihr Ulte? Oh. Muss flashen? Aha. Oh, der hatte noch. Oh. Ja, der hatte noch Flash. Der Braum hat mir geflasht. Flash. Und seiner hat länger Cooldown als meiner. Vorsicht, Brücke, ich komme. Mhm. Wir müssen jetzt unten sehr aufpassen, ich habe keinen Flash. Die können mich jetzt einfach runterrennen, wenn ich out of position bin. Der chaint mich hier ein wenig an die Lane. Vielleicht nochmal kommen, wenn du willst. Du musst du nicht. Wir müssen jetzt dann aufpassen, weil jetzt hat Braum gleich wieder Move. Ich muss jetzt unten EWF mit annehmen. Ich glaube, wir werden beide jetzt einfach resetten, weißt du? Naja. Good job, top lane. What the fuck already? Ey, die Botlane ist hier dran, ne? Ja, Botlane kann move. Und die sind auch stärker als ich. Ich will nicht fighten.
Wir machen Grog. Denn again, Xin'Zhao ist übel strong right now, right? Also wir können das maybe schon spielen. Ich bin gerade strong, ja, ja. Actually, aus dem Pickaxe. Oh, kein Schild auch gerade. Okay, dann. Mach Gott, ich meine gerade Gromp, ne? Also. Ja, wir müssen auch nichts forcen. Ich sag wir forcen überhaupt nichts. Like, wenn, also die, wenn die was forcen wollen, sollen sie sollen probieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Säure einfach an den Goobies ist. Goobats. Aber ich glaube, actually, Goobies sind in dem Game nicht so wichtig. Weil ich glaube nicht, dass die groß über Split Push spielen können, wenn wir eine Vayne haben. Ja, auf der anderen Seite will unsere Vayne über Split Push spielen, weißt du? Ja gut, aber die gewinnt das so oder so. Ich jetzt ja, den Drake an. Nein, Kani, du bist wunderschön. Ist das nichts? Hä, aber was war jetzt daran falsch? Na, also, das war super, war genau. Dem Cassante bringt doch die Goobies überhaupt nichts. Wann hätte der Turm? Bringt nichts, bringt nichts. Jon könnte top kommen, vorsichtig. Könnte mal ein Arrowhead sein gerade, aber ich glaube, das traut sie sich nicht. Ich gehe mal für ein Try. Vorsicht, 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 die kommen. Hä? Drake gleich finished. Er hat gerade super starke Waffen, man. Ja, ja, ich habe, wie gesagt, ich bin nicht Six, kein Flash. Ich würde aber resetten gehen, Topside Games. Einstrudeln. Solange ihr even seid zur Zeit, ist einfach super fein. Mhm. Ich spiele Top bisschen so, als hätte er Zyra Backup. Ja, mhm. Das könnte sein, dass er irgendwo an der Top-Seite. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo ist er. Aber es ist definitiv schmerzhafter. Ja. Wir haben die Kubats genommen. Meine ganze Topside genommen. Ich muss für ihre Botzeit spielen. Ich möchte für ihre Botzeit spielen. Ja, die ist da gerade schon auf dem Weg. Hier ist gerade eine Knospe gespawnt. Ja, ist okay. Wenn die, ich kann die beim Ripoff killen. Mitte ist auch low schon. Mitte ist schon low. Ich will jetzt hier beim Ripoff sein. Ja, die hat ein Ward hier. Braun löst du siehst sich. Braun. Jon missing. Vorsicht. Ja. Jon ist noch da. Ja, die Wave ist jetzt drinnen. Jetzt muss er wieder nach unten. Ja, die ist bei ihren Crux. Ich habe halt sehr viele Camps verloren. Da kann er Nachbots spielen, ne? Muss aufpassen kurz. Ich hab gleich wieder meinen Flash. Sag mal hier für Mitte Counter, okay. Good job. Na doch schon zwei, ich bin so ahead, man. Really over. Bio, von der Botlane wieder. Ey, was machen wir mit den zweiten Kubatzen? Weil den nicht 6 geben. Jupp. An, hinter. Zyra freeze wahrscheinlich Mitte. Ja, die hat direkt Topside gerade genommen. Er muss hier die Wave fixen, Top. Wenn du schon magst. Die ist ja sehr gefarmt, die Zyra. Aber ich glaube nicht, dass sie viel macht gegen uns später. Zu viel Force. Er hat noch auch Flash und Ult. Aber ich hab Ghost klar. Alles. Nur wenn er upsteppt. Ich denke, der wird hier nochmal upsteppen. Warte, ich wollte hier für Zyra noch. Aphelios ist Mitte. Zyra ist Mozart, also war Mitte. Genau. Aphelios Mitte. Die wollen, die sperren Kubats spielen in voller Stärke. TP-Cover ist aufpassen. Nee, Jon ist einfach Bot. Oh, Vorsicht, die kommen alle, die kommen alle, die kommen alle. Die kommen alle. Ich komm raus. Nee, ihr müsst einfach rauskommen, ja. Ich komm glaube ich auch raus. Ah, so sad. Ah, das war ein bisschen dip. Ja, die werden die Goobies hier bekommen. Was können wir machen? Können wir crossmappen in die Botlane rein, Brügge? Ja, also ich bin da, aber ich... Das Problem ist, dass ich halt auch noch oben bin. Keinen Schaden und Jon ist hier, ne? Ja, ja, ich hab insanely Damage. Also ich klatsch den komplett aus dem Leben. Lebe ich so, wenn er mich hier anlimmelt? Ja, ja, ja. It's weak as fuck. Bin gleich da. Cool ihn schon mal für Damage? Ah, okay. Sein hat er geultet? Nein. Nee. Vorsicht, Brücke, der wird auf dich turnen wollen. Nee, der läuft ja weg.
Okay, dann geh Reset und geh Mitte und ich geh unten pushen, ne? Yes. Wir haben 6 Gubis. Drag. Die kommen jetzt alle nach unten, die kommen alle nach unten. Du kannst doch raus. Ich glaube, wir shiften einfach wieder nach oben, oder? Nach der Wave? In den Tank reinspielen? Wir sollten diesmal den Freddy nicht verkaufen. Ja, aber also ich meine, was sollen wir tun? So. Jetzt in dem Moment gibt es. Ja, den Dive falle ich aber jetzt. Wenn er bekommt. Kann ich diven. Dann könnt ihr bitte den Töd spielen? Oder das? Mal kein Damage am Töd. Dragon 35. Aber die hätten wir vielleicht holen können hier. Also. Ja, oder die miesesten Hunden. Warum kann ich vielleicht rein? Weiß nicht, wo der Jon ist, der könnte hinter euch sein, theoretisch. Oder so. Hier ist er. 12 auf Dragon. Also Braum hätte keine Ult für den Drake, wenn ihr wollt. Ja, ich glaube, dass das spielbar ist. Ja, Dara ist halt sehr stark, aber Xin auch. Er hat Cleansed, though. Wir brauchen Xin. Ich glaube, wir können einfach machen, oder? Ja, ich pull ihn raus, voran. Ja. Die werden Spells dafür contesten. Nicht rausgeben. Ja, die werden safe contesten. Naja, ich hab meine Spells. Lad mein Knockup mal auf. Ja, Zyra kommt von unten mit Jon zusammen. Die pushen mich einmal raus, ja. Ja, TP kommt auch, ihr müsst aufpassen. Okay. Wir kommen super viel Top Lane hier. Wir gehen raus, wenn ihr könnt. Aphelios ist nach vorne geflasht. Aphelios hat kein Flash. Oh mein Gott, der hat ein AP. Schade. Ah, ich kann ja nicht flashen. Der Bro Recall ist das war Aphelios Flash. Aber wir kriegen oben ziemlich viel. Das sind zwei Platten und er verliert zwei. Jon Ulti, Aphelios Flash, Braum Ignite. Jon TP. Jon TP hoch. Hm. Hat der noch Ult? Jon hat kein Ult, Jon hat kein Ult. Alright. Nice, mein Ein. Scheiße, die hat noch Ult gehabt. Mal wird, mal wird. Die Sarah war gar nicht im Fight, wirklich. Ja, ja, stimmt, ich hatte die ja rausgesund. Mal wird. Die pushen unten jetzt mit den Gubis noch. Ich werde TP'en wahrscheinlich dafür. Ich kann nach unten kommen. Schau, dass sie dich nicht diven. Tavis oder nicht? Ich glaube, Tavis hier, ne? Nee. Da ist niemand Harold unten. Harold wäre auch ab. Nicht, dass wir, also ich glaube, dass sie in Time da sind, ne? Wenn sie contesten wollen. Mhm. Dann ist jetzt gerade jetzt gebased. Also, ich kann ja Vision geben. Ja, ich muss jetzt unten, ne? Ah, die kommen schon. Die arbeiten gerade sehr viel mit Überzahl, rotieren sehr viel rein einfach. Die rotieren wieder nach unten, die kommen wieder nach unten, die kommen wieder nach unten. Ich kann dich covern kommen. Okay, wir sehen Aphelios. Was hat das, wenn meine Botside-Camps gerade nimmt? Nope. Ich komme, Freddy. Wenn du noch kurz lebst. So was hier. Ja. Wir bekommen langsam aber sicher Top-Lane-Progress. Damit wir einen richtig guten Trade auf den Aphelios bekommen. Wir sollten ein bisschen into mit reinspielen jetzt. Oh, schade. Mann, der hat ne? Actually hinter mir gewartet, der Braum. Der ist halt wirklich gut low, der Boy. Der hat keinen Flash mehr. Da hätte ich aber gewinnen müssen. Du bist Zyra covert das, ne? Ja, aber dann sollt ihr halt hier bleiben, right? Dann farmt ihr beide nicht und alles ist gut. Der Aphelios hat keinen Flash, kein Flash. Schöne sehr schön, das Ult, ist schön. Okay, sehr sauber. Hier ist ein Braum, wollen wir auf den? Finish den Tower. Also der kann actually den Turret nehmen, also ihr solltet für den mit Turret first gehen, ja. Weil die haben 6 Gubis, der pusht schnell. Ja, wird schon. Gut, schön! Das war sehr big, ja. Sehr, ich hab keine Wards mehr, sehr, ich gebe es. Ah, actually die Wave. Sorry. My bad. Okay, wir haben jetzt noch 2 Türme, sehr schön. Haben wir noch den Harold?
Ja. Bluff kannst du nehmen, aber ich will den auch nehmen. Ich bin fertig, ich hab Mana Moon. Also. Könnte ich mal kurz hier covern? Multivision, ne? Ein Reset wäre auch nicht schlecht. Ich hab. Wenn du viel Gold hast, sollst du resetten, dann sollst du spielen mit Tier 1 Bot, ja. Weil die spielen vielleicht jetzt überladen Topside. Lass uns gerne über Prio Mitte into Bot spielen. Ich, das für mich, also ist glaube ich nicht bad. Top. Alle vier Leute. Wir sind alle oben. Kein Flash, ja. Oh, das ist der Wissler. Nice try, Zenith. Es dauert zu lange, bis er down ist. Sorry, Zenive. Wir sollten Druck unten haben, ne? Ja, wir haben ihn gekillt, wir kriegen auch den Der ist schon tot. Wir rotieren nach unten raus. Sollen wir vielleicht für Tier 2 gehen? Wenn bleib nochmal hier kann. Nee, wird nicht sagen, ne? Andere haben sie zur Base, sind zur Base. Ja, ich glaube auch, dass die Base sind, ist zu gefährlich hier für zu kommen. Ja, ja, ja. Ich zieh durch Blöcke. Ja. Und du hast den Benion mich anlümmelt. Wo willst du hin, Zenive? Wahrscheinlich Bot, oder? Wegen Drake, ich hab TP. Ja, ist besser, I think. Also eigentlich will ich immer Fast Side, aber gerade kann ich den sowieso noch nicht splitten, richtig. Cool. Hier das Sidelane-Vernichter-Bild. Also ich jetzt noch Trinity Highbreaker und danach haben die nichts mehr auf der Side. Eine Minute Drake. Der Felix hat wieder Flash. Problem ist, ich habe noch mein Jungle-Upgrade nicht. Mein zweiter Upgrade. Mir fehlt danach noch ein Camp. Und sie hat's schon. Das heißt, müssen wir dann Drake geben? Wir kriegen Drake. Ne? Ich bin auf immer fein, 30 Sekunden. Ich glaube nicht, dass sie jemals in uns reinmoven können, wenn wir Position haben. 20 Sekunden. Ja. Ganz kurz oben aushalten. Können wir hier das Pinkward nehmen? Ja, noch Bot, ich hab's immer noch den hier halten, ne? Ja, die werden jetzt kommen. Ja, die moven jetzt hier rein. Ich hab's den nochmal. Ich hab den Pink. Nee, sie ist diesmal, glaube ich, weggekommen. Braum ist hier drin, Vorsicht. Ich geh mal resetten, damit ich lass ihn direkt schauen. Lass ihn direkt schauen. Ja. Wenn sie kommen, dann macht das Bad-Signal. Ich glaube, sie kommen nicht. Das Weißbier-Logo am Himmel. Ja. Bring die Hilfe hoch, Junge. Ich zieh durch und geh Freddy covern und gebe ihm Vision. Gleich einmal Headset-Akku tauschen. Dann höre ich euch kurz nicht. Hm. Wir pausieren einfach? Ja, viel ist nach oben gemoved, ne? Kaffee top. Ja, ich bin auch gleich hinter dir. Ist gerade completely in the dark. Müssen wir zusammen retaken. Mit unserem Headset-Abuser. Also? Und ja, ich warte auf Karma. Wir sollten eventuell sogar fighten hier, right? Ich werde jetzt. Okay. Ich habe riesen Spike. Ich habe fucking Muramana ready, ne? Also jetzt wieder. Bin ich richtig jonky. Retake mal zusammen. Ich schätze dich kurz, Freddy. Ich kann nicht vorstellen. Oben wird gefightet. Nee. Wenn nur die Wave geklärt. Control Ward. Warum recallt hier? Oder versucht zu recallen zumindest? Ah, bei mir? Coming. Warum ist hier? Ich glaub, so ein Fest. Coming. EP kommt. Der wird mich zone. Ja, Fierce ist one HP. Fierce ist done. Kein Damage. Schön ist er. Die Zero? Ja. Ah, oh, Action von hier. Boah, ich Xin Ulti ist so nice. Broken. Wir sind shit, einfach voll so geile Dorse hier, ey, ist das oh gut. Oh mein Gott. Let's komm, get let's the mage, boys. Der Fight war ja so clean. Da oh war juicy, Gott. Ja. Richtig juicy. Let's go, Xin Ulti. As per usual. Aber das ist so geil, Mann. Die Secret Queen delivered wieder. Die Secret Queen mal wieder. Nein, ich konnte an Braum einfach meine Q stacken und Aphaeus ist dann in mich reingegangen, dass ich ihn instant knockoppen konnte. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich auch, aber let's go, Leute. Huge game. Ja, meine Ulti, wenn man das sehen könnte, wie viel Damage die negiert hat, das muss so viel gewesen sein. Dann müsste man Xin removen, glaube ich, wenn es den Tooltip gäbe. Ja, die ganze Salve holt. 1-3-1, ne? Ist the way. Ja, 1-3-1 können wir. So, was ist an Sams gefallen? Ich habe nur Zyra gesehen. Ja. Ich auch. Hat Aphelios nicht geflasht? Aphelios hat geflasht. Okay. Right? Sieh, du bist ja der geflasht. Dann können wir Mitte. Was?
Aphelios, du bist Aphelios hinterher geflasht, ja. Ja. Nur noch kurz ein Blubber für uns alle. Syra hat geflasht. Actually, Syra hat geflasht, oder? Ja, stimmt, die ist auch über die Wand geflasht. Syra ist weggeflasht von mir. Passt mal Inside Line auf, wir haben noch keine Pressure und keine Vision und nix. I will. Komm. Syra bei mir. Ja, wir spüren ruhig einen aggressiven Lachs hier an, oder? Junge, mach die einen Schaden. Mhm. Bin hier mal kurz angehaucht. Syra Ulti. Coming. Oh, ich glaube, das ist nicht playable. Jo, das ist nicht playable. Mann, ich weiß nicht. Du bekommst gar nichts dafür, außer Nash Time. Das Ding ist, ich kann euch, wenn ihr meine Position ein, wenn ich jetzt sage, ihr könnt aggressiv rein, dann könnt ihr den aggressiv anspielen. Warum muss ich vorgehen? Ja, aber warum bist du denn vorgegangen? Na, weil ihr einfach rumpussiert, wenn ihr mich sagt, ihr könnt vorgehen. Ey, ich hab legit hier reingewordet. Ich meine, du musst ja nicht mit dem Alistair in den Busch laufen. Aber es war anyways terrible, selbst wenn du da hinter uns stehst, sind wir da fuck. Da passiert nichts raus. Selbst angenommen, du stirbst, nothing happens. Ich kann dich wahrscheinlich sogar retten. Aber wir müssen mir ein bisschen vertrauen, wenn er geht rein. Nee, wie gehst du dann Tor? Yes. Das glaube ich eh besser. Ist immer noch fein, Leute. Wir können den nächsten Drake in aller Ruhe spielen. Ja. Yeah. So, wir müssen nur, also, Brücke nicht ignorieren, sondern um Brücke halt rumspielen, damit er Seraphine Sachen machen kann. Yes. Alles easy. Wie spielen wir Dragon? Was wollen wir? Zusammenkommen bitte? Nicht auf Seite gecatcht werden? Und dann Dragon? Ich denke, wir spielen mal Dragon jetzt hier. Ja, würde ich auch sagen. Einfach straight Drake. Position mit, nehmen. Mit Pyro permanent spielen. Sowas hier zum Beispiel in Position sein. Ist wichtig. Ah, auf Vayne rotieren ist super schwer, though. Wollen wir sehen alles? Ich komm. Rein. Wir können. It's not bad, denke ich. Für den Yone noch nicht. Hab's denn? Warum schön? Ich hab really, really good position im Flank. He's 1 HP. He's always 1 HP. Oh mein Gott, Tani! El Carno! Wir kennen die alle. No! Liebe! Sorry, I wanted to be. Ach, diese Syra-Pflanzen! Power ist sehr low. Ein Spieler, wo sie 1 HP ist. Das sind alle 1 HP. Alle drei. Hab wohl nicht gehalten. Lass Dragon machen, oder? Wir können Power noch nehmen, glaube ich, oder? Meinst du? Power geht noch. Aber dann können wir Dragon nicht nehmen. Aber wir können respawnen und dann Dragon. Das hatte keine Ult. Oder lass jetzt Tower into Dragon. Nämlich auch nicht. Das sind das TP hinter uns. Ja. Ah, das sind euch, das TP. Oh Gott. Okay. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier einfach links noch nehmen können, ehrlich oder so. Nee, ich glaube auch nicht. Wir poken bei jedem, auf jedem Busch poken, denke ich, ist not bad. Schön, lass hier die Flaskon nehmen, lass die Flaskon in die Pit. Nicht? Ja, doch, ja. Doch. Du bist jetzt ein bisschen, fuck. Nice. Oh, sie tot. Nice Job. Ich fein Drache. Und du bist geslowt, du läufst mit Speed rum. Ja, brauchst du Hilfe noch? Oder nicht? Nein. Alles easy. Alright. Schön gespielt, Jungs. Gut. Nice. Gut Position gehalten, Maximum gekriegt. Nice. Gut. Cool. 1,40 auf Nash, ich denke, Zenith hat wieder Botlane Set. Ah, actually Zenith Top, ne? Ja, das für 1-1 also, Zenith Top. Ich würde auch sagen, dass ich mit TP, ich glaube, wir gewinnen Fights einfach gerade, yeah. Oder? Agreed. Ja. Ich meine, Zenith will wahrscheinlich Bot, aber ich glaube, wir gewinnen einfach Fights zu hart. Botlane ist auch absolut fein, dann kann ich einfacher rotieren. Ja. Yep. Der ist unten. Willst du für den gehen, Sinne? Ja, safe. Ah, die sehen mich jetzt aber, wie ich nach oben move. Ja, spielen erstmal für Setup. Hashtag gemeinsam, ne? Hashtag gemeinsam. Bei euch. Hashtag gemeinsam. Midwave. So, Midwave, noch danach kann da noch jemand unten sein, oder? Der in Botlane, Braum. Ne, der Braum war gerade oben. Können wir hier für das Pinkwort gehen? Ja, ich möchte gerne für das Pinkwort spielen. Sinibe. Und jetzt lass mich festchecken. Mhm. Euch kann nichts passieren, okay? Ich bin hinter euch. Wenn ich hier engaged werde, seid ihr immer fein. Jetzt nehmen wir die Mitte Wave.
Ist auch nochmal ein Pick. Und wird, Freddy wird gechased. Eckchen gedonnert. Ah, ist noch gar nicht ab. Nevermind. Dann Top 2. Er spawnt jetzt erst. Verdammt der Axt. Nehmen die komplette Topside, dafür bezahlen die. Ja, wir sind da. Und raus, Ulten, maybe. Nice, thanks. Nice, good job. Mädels. Alright. Warum bin ich so slowed? Nimm den Tower, und move raus für Nash. Move raus für Nash. Ich nehm Bot jetzt mal hier, ja? Ja. Wir fangen Nash an und turnen auf die. Du kannst hier drin bleiben, Kani. Wir brauchen dich eventuell. Ne, wir brauchen dich nicht als Tank. Chill einfach. Wir fangen an. Können eigentlich nur für mich spielen, ne? Zenith und DPS. Ja. Mhm. Ah, die gehen für Freddy. Freddy, die gehen nur für dich. Okay, die droppen alles. Ich bin schon raus. Ich geh ganz raus, ne? Weil die hovern alle runter. Ich glaube, wir sind ja, wir haben ja für Nash. Yep. Recall. Shit. So. Ich würde sagen, jetzt 1-3-1, aber 3-1-1 würde ich sagen. Lass Topside spielen, weil wir oben noch gute Vision haben. Aber können wir nicht Zenive jetzt auf die Lange schicken? Jetzt können wir auf jeden Fall. Jetzt gehst du auf die Lange und ich gehe Mitte, würde ich sagen. Ja? Und wir gehen gleich nach oben, wir drei. Wir haben noch so gute Vision. Genau. Ja, wir shiftplanen alle nach oben. Also quasi. Wir können auch. Die holt den Prior und wir nehmen oben diese Wave. Braum kommt hier. Wer kommt nicht? Zenith, was bist du hier? Hallo? Du sollst unten sein. Ach so, aber es war halt nicht. Auf gut. Die Lange sollst du. Sacre bleu! Pass auf, Top-Lane Wave ist noch vorne. Schaden. Rotiert mich mal auf die Strip-Waves. Hier ist eine Zyra. Ich hab keinen Flash, ich muss ein bisschen defensiver Fire sein, Männer. Na, die können hier den Go-Button. Die sind alle Mitte, die sind zu viert auf der Mitte Wave. Jetzt kommt die Top-Lane Wave. Ja, die Top-Lane Wave kommt und ich weiß nicht, ob der. War das ein Kanonenvasall? Jon hier ist oder nicht? Nein, der ist. Hab ich nicht bekommen. Okay. Ich auch nicht. Okay. Warte auf Zenith-Pot. Ja, Waves gemacht die Wave, hat, die Wave nicht ist engaged gehen. Die haben keine Engage, ja. Leute. Die haben nichts. Wie wollen die reinkommen? Wir haben die so outdraftet, das war so gut, der Draft. Was sollen die mit Bau machen? Ich kann nicht die Wave buffen, du stehst hinten. Okay, Wave crasht jetzt in 5 Sekunden. Ja. Ja, ich hab bitte auch eine Wave. Drei Mitte. Ich würde actually gar nicht unbedingt splitten, so gerade splitten. Ich glaube, wenn wir von Mitte shiften into. Der kann mich nicht halten, der Cassante, ne? Ja, dann ist noch besser, dann können wir auch splitten. Ja, solange niemand engaged wird, ist glaube ich splitten am besten, um Progress zu machen, weil ich mach auch Progress gerade. Ihr müsst jetzt oben aufpassen. Wir kommen jetzt Bottle, ne? Ich hab euch, ich kann nichts passieren. Ha! Klingt schon fast nach einer Challenge. Mitte Innip ist jetzt dann auch gleich weg. Mitte Innip ist weg. Die müssen oben zünden jetzt. Ihr müsst einfach nur aufpassen. Wir gehen für Nexus. Los, wir nehmen. Ich hab Highbreaker, ne? Wir kommen jetzt zurück. Halt, die kommen mit. Die müssen raus. Oh nein, ich hab keinen. Das war ein Sinn, das One-Shot. Wir machen das. Ja, wir kommen. Halt zurück. Innip, wir fighten. Nein, ihr müsst nicht. Ihr müsst einfach Objectives. Leute, ihr müsst doch Objectives. Wir können doch aber den Fight einfach gewinnen und das Game beenden, ne? Ja, also ich verstehe auch nicht. So, Objective ist schön und gut, aber ja, Nexus ist ja besser. Ja. Viele Wege führen nach oben hier. GG. Gutes Game, let's go! Fucking clean, ey? Mal richtig clean. Boah, der Korean Jace, ich sag, der ist es. Was macht ihr jetzt zum Korean Race? Nimmst einfach Conqueror mit. Spiel gegen Melee Champions. Das ist alles. I see how it is. Man kann, du hast